Jetzt noch ein anderer wichtiger Punkt, wenn man halt so eine Skizze macht. Dafür lasse ich jetzt gerade mal das hier stehen, blende das aus und komme jetzt zum Thema Schwerpunkte. Gerade hier diese Pose ist ziemlich schwierig. Ich will noch mal ganz kurz das Thema Schwerpunkte angesprochen haben, ja? Also ganz, ganz kurz einfach das, was wichtig ist. Nochmal. Die Erde hat Gravitation. Das ist ja schon Schwerkraft. Und wenn ein Apfel fällt von einem Baum, dann fällt er nach unten auf Boden. Da unten fällt er dann auf. Da macht es den Ditsch. Da. Das soll heißen, es zieht uns alles nach unten. Ja, der Druck, die Luft, die Anziehungskraft, alles drückt uns nach unten. Wir haben hier eine Kugel, da stehen wir drauf und das drückt uns nach unten. Und wenn man halt nach unten gedrückt wird mit einer Kraft, die auf einen einwirkt, dann ist es so, dass je schwerer ein Teil ist, wir nehmen jetzt nur mal hier so eine Eisenkugel an einem Stock. Es ist halt so, dass dieser Teil ist sehr schwer. Und wenn das jetzt hier so auf einer flachen Ebene steht, der ist sehr schwer, der fällt deswegen dahin, der kippt dahin. Versteht ihr? Der Stock kann da nichts, der ist total leicht, der kann da kein Gegengewicht bieten. Der kann nicht sagen, nee, ich bin schwer. Könnt ihr euch das jetzt auch von einem Physiker noch erklären lassen? Ich bin viel zu blöd dafür. Ich versuche jetzt deswegen auch für auf blöd zu erklären. Nicht für blöde, ich halte euch nicht für blöd, nur ich bin doof. Ich habe im Physikunterricht oft geschlafen, ich weiß. Das kann man bestimmt auch auf Deutsch erklären, aber ich versuche es nur mal zu erklären. Das hieß Eisenkugel, da... Hier Eisenkugel, da ist die Stock. Wenn aber jetzt die Eisenkugel hier perfekt mittig balanciert auf dem Stock steht, drückt sie den Stock nach unten und der Stock trägt auf dieser winzigen kleinen Fläche ihr gesamtes Gewicht in der Balance, weil einfach ihr gesamtes Gewicht perfekt gemittelt auf diesen Punkt trifft. Und der schafft das, das zu halten. Bei uns Menschen ist ja auch nicht so viel anders, wenn wir uns, ich blende das mal gerade weg, wir haben hier so einen Horizont. Ach, schön, da geht die Sonne auf. Da fliegen ein paar Vögel. Hier sind Wolken. Oder ein Baum. It's magic! Versteht ihr ähnliche Formen? Ja, ich versuche euch vereinfachte Darstellung zu erklären. Das ist ja hier. So. Wir haben hier einen Menschen. Der Kopf ist schon recht schwer. Kann man ja sagen, ne? Unser Körperschwerpunkt verteilt sich dementsprechend, weil wir hier recht viel Masse haben. Manche Frauen haben mehr Masse als andere Frauen. Die werden feststellen, dass das da ein nerviger Schwerpunkt sein kann. Habe ich sicherlich ein Lied davon singen können. Ich nicht! Ich habe jedenfalls gehört, dass das für manche Frauen schwierig sein kann. Also wenn man dann nicht mit dem Körper, mit der Kraft immer aufrecht geht, würde man nach vorne überfallen, wenn die Dinger so groß wären. Ja, das ist so. Stell dir mal vor, das wäre voll dumm. Aber aufrecht stehend, der Mittelpunkt unseres Körpers bildet den Schwerpunkt, weil auch wir gemittelt verteilt auf unsere zwei Stöcke auf diesen Mittelpunkt mittig in der Erde unser Gewicht verteilen. Ja? Das ist quasi so, das Gesamtgewicht dieses Ganzen konzentriert sich auf die Punkte unserer Beine. Dabei kann man, wenn man jetzt zum Beispiel eine andere Pose einnimmt, jetzt ist, wir haben jetzt halt hier so ein bisschen, die Hüfte ist so nach da, das eine Bein steht hier. Und das andere Bein setzt es nach hinten da ab. Also, so kann man so ein bisschen zeigen. Hier die Arme noch. Wie ist der Schwerpunkt dieses Charakters? Wie äußert sich das? Also ein ganz, ganz, ganz großer Schwerpunkt lastet jetzt auf diesem Fuß da. Das würde man auch merken. Die Muskulatur wäre hier sehr angespannt, um diese Pose halten zu können. Der Fuß hier unten lastet eine ganze Menge Gewicht aus, der da steht. Aber auch dieser Fuß hier lastet Gewicht aus. Er mag da zwar nur angetippt sein, ne, der ist nur angetippt da an dem Boden, trotzdem hält er halt, er verteilt das Gesamtgewicht, verteilt sich. Ich nehme mal eine andere Farbe, da sieht man es ein bisschen. Das gesamte Gewicht verteilt sich hier drauf und ist dann hier noch so ein bisschen so aufgeteilt, weil es ist halt, es spaltet sich in zwei und wir halten Balance, weil unser Körper ist ja in der Lage, Gleichgewicht zu halten. Wir behalten Balance durch Anspannung unserer Muskeln. Wir wissen natürlich dadurch, dass wir mit der Schwerkraft groß geworden sind, wie wir unseren Körper bewegen müssen. Aber es ist nicht immer ganz einfach, die Balance zu halten. Also am interessantesten ist das Ganze, wenn jetzt hier zum Beispiel jemand kommt
und spannt hier ein Hochseil auf. Wir haben nur einen winzigen kleinen Flächenpunkt, auf dem wir unser Gewicht verteilen können. Das soll halt heißen, wir müssen unserem Körper es so leicht wie möglich machen, auf einem Punkt das Gewicht zu bündeln. Das heißt, wir müssen so perfekt diesen mittleren Schwerpunkt oder diesen Schwerpunkt, der entsteht, so perfekt auf diesen winzigen Punkt bündeln wie nur möglich. Soll heißen, so eigentlich so perfekt gerade Schwung ausnutzen, das ist klar, aber wenn man stehen will, so perfekt wie nur möglich ist, auf einen Punkt zu fixieren. Und das kann man halt, indem man mit den Armen und den Beinen balanciert, weil man balanciert damit den Schwerpunkt seines Körpers aus. Wir können ja durch unsere Muskeln den Schwerpunkt unseres Körpers, ne, angenommen jetzt, ne, hier das Schwergewicht unseres Körpers, können wir durch verschieben, je nachdem, wo unsere Muskeln unseren Körper hinschieben. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, da muss man halt gucken. Schaut euch Fotos von Leuten an, die irgendwelche Stunts machen und stehen. Also in der Bewegung ist das immer schwieriger, in der Bewegung ist der Schwerpunkt noch eine ganz andere Sache, Fliehkräfte und so weiter und so fort. Aber schaut euch Menschen an, die verschieden stehen, sich anlehnen, deren Schwerpunkt sich komplett verlagert, weil sie sich irgendwo anlehnen. Schaut euch an, guckt euch diese Bilder genau an und überlegt, wieso steht der, wo steht der, wo lehnt er sich an, wo wirken Kräfte? Und das A und O, nämlich des realistischen Aussehens eines Chibis zum Beispiel, der kann ja noch so hübsch sein. Wenn er aussieht, als würde er umkippen, sagt euer Gehirn, das sieht aus, als könnte er umfallen. Nein, das ist nicht richtig. Und schon sieht das Bild scheiße aus. Und ihr fragt euch die ganze Zeit, warum sieht das Bild so kacke aus? Wollt ihr theoretisch umkippen? Ne? Das ist genauso wie die kleinen, feinen Unterschiede, wenn man. Ich sehe das ganz oft, so Leute malen halt so ein Gesicht. So. Und dann so nach dem Motto so, ja, aber meine Augen und meine Nase und mein Mund sind doch genau in der Mitte. Warum sieht mein Bild so kacke aus? Weil dem da Kinn fehlt. Es ist halt so, das zu erkennen und zu sehen, die Fehler, die man macht, sind nicht leicht im Zeichnen. Man guckt drauf und denkt sich, irgendwas stimmt nicht, aber was? Weil man es halt einfach diese Information verinnerlicht hat. Also deswegen hilft es halt extrem, einmal, dass der Mensch vieles in unserer Natur um uns herum symmetrisch ist. Ja? Und zum anderen ist es halt wirklich so ein nach Regeln arbeiten, also mit Hilfslinien arbeiten, sich die Dinge in geometrische Formen zerlegen. Weil wenn ihr jetzt sagt, der Kopf ist ein Ei, dann ist es ja auch nicht so, wenn ihr jetzt ein Gesicht malt, dass wenn ihr jetzt ein Ei malt, dann ist ein Ei ja auch nicht so. Da wäre ja dann hier noch was. Und es kann halt wirklich helfen, so ein Oval zu malen. Und dann cuttet man hier ein bisschen was weg, dann hat man hier schon quasi einen Kinnbereich, man kann die Ohren schon mal anzeichnen und dann weiß man, okay, der Hals kommt hier irgendwann, zack, man mittelt sich das nochmal ein bisschen, damit man die Augen vielleicht besser hinkriegt, kann die Nase hier an der Hilfslinie orientieren und schon hat man aus einem Ei ein Gesicht gemacht, quasi. Ja, verstehst du, unglaublich, oder? Die genauen Abstände mit Hilfslinien, wir werden uns da Stück für Stück ranarbeiten, aber das soll jetzt quasi eure erste Lektion dahin sein, zu malen. Die erste Lektion, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, ist eine ganze Weile her, dass wir es im Video gemacht haben, deswegen habe ich nochmal viel zusammengefasst. Stark verallgemeinert. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Schritte ich genau gehen werde, um euch an das Thema Malen und Zeichnen heranzupacken, weil es halt wirklich so viele unterschiedliche Sachen beinhaltet. Natürlich ist, ne, die Kreativität sehr wichtig. Kreativität, darunter fällt halt Ausdruck. Was ihr ausdrücken wollt mit dem Bild, darstellen wollt. Es kann ein Gefühl, eine Emotion, eine Farbe sein. Da kann ein Bild, ein Bild kann schwarz sein und das ist Kunst, weil es etwas ausdrückt. Weil es, das ist Kreativität. Dahinter steckt ein Gedanke, dahinter steckt eine Geschichte. Ja, und die könnt ihr erzählen, wie ihr wollt. Dafür muss aber ein Bild nicht perfekt aussehen. Dann ist es halt einfach die Kreativität, dann ist zur Kreativität noch die Vorstellung. Wenn ihr ein Bild davon im Kopf habt, von einem Universum und darin schwebt ein Astronaut, dann müsst ihr das natürlich auch so malen können, weil ihr könnt, natürlich könnt ihr ein schwarzes Bild machen und ihr malt darauf einen weißen Punkt. Das ist euer Astronaut, der im Weltraum schwebt. Versteht ihr? Das ist Kunst. Das ist das, was Kunst ist. Ein schwarzes Bild oder vielleicht mit lauter kleinen hellen Punkten und ein dicker, länglicher Punkt. Das ist dann schon die erweiterte Variante davon. Aber ansonsten kann ein schwarzes Bild mit einem weißen Punkt einen Astronauten im Weltraum darstellen. Wenn ihr jetzt aber sagt, nein, aber in meinem Gehirn ist das eine realistisch dargestellte Figur und das sieht total real aus wie in einem Film. Ja, scheiße, noch eins, dann müsst ihr lernen, das zu malen. Und da ist Kreativität, Ausdruck und Vorstellung zusammen nicht genug. Dann fehlt dahinter halt einfach, oh Gott, das ist ja eine furchtbare Farbe. Ich meinte
das ist eine wunderschöne Farbe, Wissen. Wissen um die, den Aufbau. Anatomie gehört darunter. Ja, also der Aufbau eines Objekts. Ich habe euch gesagt, wie ihr euch da rantasten könnt. In verschiedene Formen zerlegt, in verschiedene Details gegliedert, in verschiedene simple, einfache, geometrische Objekte zerteilt. Das ist der Aufbau, die Anatomie. Darunter fallen dann Formeln und Regeln, weil ich meine, in der Kunst kann ein schwarzes Bild, ja, mit einem weißen Punkt, der in verschiedene Richtungen abstehende Arme und Beine hat, ist der Astronaut, aber die Beine sind vielleicht viel zu lang, aber es ist Kunst. Weil man es erkennt und es etwas ausdrückt und einen anspricht, ist das Bild goldrichtig. Wenn ihr aber sagt, ich will das aber realistisch haben, dann müsst ihr euch an gewisse Regeln halten, weil Realismus und die Realität läuft nach gewissen Regeln ab. Ihr könnt auch vor allen Dingen, wenn ihr realistisch malen und zeichnen gelernt habt, davon wieder entarten, abstrahieren, quasi ins Abstrakte gehen, ja? Also Wissen ist Aufbau, Anatomie und dazu gehören Formeln und Regeln. Wissen ist aber auch, Physik, ja? Und die Anatomie leitet zur Biologie hin. Ist einfach so. Physik ist halt, ne, das ist das Räumliche, das ist das Dreidimensionale, das ist die Perspektive. Ja, ihr seht, das Ganze ist ziemlich komplex. Und dazu kann ich halt nur eins sagen, ihr müsst das alles gar nicht im Kern perfekt verstehen, denn durch Üben und tatsächlich durch das simple Verstehen davon, ja, ich weiß, der Fluchtpunkt funktioniert so, ja, ich weiß, wie das geht, man verinnerlicht das. Unser Gehirn ist sehr leistungsfähig, das kann diese Daten unbewusst alle miteinander kombinieren, ziemlich schnell, und je länger man das macht, desto einfacher ist früher, das ist vielleicht für Leute von euch viel einfacher, die Musik schon mal in ihrem Leben eine größere Rolle haben beigemessen. Das war ein komischer Satz. Für Leute, die schon mal angefangen haben, Instrument zu spielen. Das war viel leichter, warum habe ich das nicht gleich so gesagt? Also, wenn du, ne, du spielst C, D, E, F, G, A, H, C mit der Hand immer so dü, 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 dü. Immer wieder auf dem Klavier. Und irgendwann macht deine Hand das von alleine. Von ganz von alleine. Und du weißt irgendwann, welche Note auf welcher Taste liegt. Und irgendwann kannst du die miteinander komponieren. Du lernst Klangharmoniken. Am Anfang erstmal so dünn, 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 dann lernst du die verschiedenen Harmoniken. Harmoniken, lernen, üben, immer wieder. Du musst sie nicht unbedingt zu 100% verstehen. Wenn du sie immer wieder übst, irgendwann weißt du, welche Tasten zueinander einen harmonischen Klang erzeugen, weil es wie ein instinktives Wissen wird. Und deswegen, es gibt ein gewisses Maß an, und ich werde dieses böse Wort jetzt dahin schreiben, Talent. Das trennt sich aber ziemlich krass von all diesen Dingen ab. Denn wenn ihr kein Talent habt, könnt ihr all das hier, ja, trotzdem. Was ist dann aber Talent? Es gibt Menschen, die haben einfach eine Grundvoraussetzung oder sagen wir mal, wurden im Kinderalter anders gefördert, für räumliches Denken, dreidimensionales Denken, perspektivisches Denken. Für das Verständnis von Anatomie oder Aufbauen oder denen fehlt es leichter, sich an Formeln und Regeln zu erinnern. Andere hingegen haben eine sehr lebhafte Vorstellungskraft oder einen, soll ich sagen, abstrakten Hang, sich auszudrücken und sind deswegen auf künstlerischen Gebieten oft schon Vorreiter, weil es ihnen leichter fällt, sich das vorzustellen, aufs Papier zu bringen. Ja, ein weißes Blatt Papier vor einem Kind. Es ist immer wieder spannend, wenn man so wie ich Kurse schon mit Kindern gemacht hat. Du legst Kindern Stifte hin und ein weißes Blatt Papier. Und was sie anfangen zu malen, ist oft ein Mensch, weil das die Form ist, die für uns in unserer Evolution am wichtigsten ist. Andere fangen aber auch an, Blumen zu malen, Sonnen zu malen, weil sie das können, weil es ihnen leicht fällt. Und andere fangen an, das ganze Papier mit Farben zu füllen. Jeder drückt etwas anderes aus. Und man kann oft schon sehen, dass manche Leute malen ganz klein in eine Ecke was, andere füllen das ganze Blatt Papier. Das sind schon
da sieht man im Kindesalter die Voraussetzungen dafür, wo setzt hier das Gehirn an und wo setzt es Prioritäten an. Und je nachdem, was das Kind, wofür sich das Kind quasi da entschieden hat und immer wieder malt, wird es immer wieder malen. Wenn das Kind immer wieder die Menschen malt oder immer wieder nur eine Ecke des Papiers füllt oder komplett alles mit Farben füllt, das ist das, was es kann und es wird es immer wieder ausüben und das wird es verbessern und dann wird es zum Beispiel, gerade wenn es schon früh angefangen hat, Menschen zu malen oder das, was ich gemacht habe als Kind, was ich als Kind gerne gemacht habe, war einen Baum malen. Richtig mit ganz, ganz vielen Ästen. Und da waren immer kleine Häuser drauf und da haben Vögelchen drin gewohnt. Alle glücklich, zufrieden, jeder hatte, die haben immer lustige Abenteuer erlebt. Irgendeiner saß dann hier irgendwo oben drauf und hat versucht, fliegen zu lernen. Das habe ich sehr viel gemalt. Richtige, gigantische Welten, in denen überall zwischen den Ästen Vögel in irgendwelchen Häusern gelebt haben. Ich habe mein Sicherheitsbedürfnis und mein Bedürfnis nach Familie und Leben und perfekten Gesellschaft quasi als Kind schon ausgedrückt, indem ich halt etwas gemalt habe, womit ich mich sehr sicher gefühlt habe, nämlich ein Haufen kleiner, zerbrechlicher Figuren leben zusammen in einem riesengroßen Baum. Und ich habe das immer seitenfüllend gemacht. Ich wollte so viele Details unterbringen wie nur möglich. Ich habe also angefangen, sehr detailreich immer Welten zu malen. Und das habe ich halt ziemlich gut gekonnt. Deswegen waren für mich später Menschen gar nicht mal so einfach, weil Menschen sahen bei mir nämlich auch immer so aus. So habe ich als Kind Menschen gemalt. Ja, auch ich konnte das nicht anders als andere. Ich hatte kein besonderes Talent dafür. Allerdings für extrem detaillierte Bilder mit kleinsten Details dahingehend ins Abstrakte und weil ich das immer wieder gemacht habe, konnte ich das halt auch irgendwann gut. Ja, also nur mal als Beispiel dafür. Das war meine Voraussetzung. Und dann kam aber mein Großvater recht früh und hat mir anhand von Regeln und wie man zum Beispiel so, du malst eine 8, Bell. Mein Großvater hat mich Bell genannt, weil Isabel und danach haben wir so, du malst eine 8, dann malst du da ein V rein und zwei Punkte oben drüber. Dann malst du hier noch zwei Kreise oder zwei Striche an die 8 und malst dann noch zwei Kreise unten dran und dann hast du einen Pinguin. Er hat mir anhand von Formen und Arten, wie man damit malt. Ja, es ist ein sehr schöner Pinguin. Ich bitte um Applaus für diesen Pinguin. Er ist wunderschön. Es ist wunderschön. Jedenfalls hat mein Großvater mir schon sehr früh halt meine Kunst in eine Richtung gelenkt, nämlich in das Technische, über das Nachdenken, wie kann ein Bild aufgebaut werden. Und dann habe ich Blut geleckt, realistisch zu zeichnen. Und dann kamen aber die Comics und dann kam der Manga und dann hat mich das ein bisschen gefesselt, weil die vereinfachte Darstellung natürlich leichter zu malen ist als der perfekte Realismus. Sind wir doch mal ganz ehrlich, es ist viel leichter, eine Anime-Figur zu zeichnen, als ein perfekt fotorealistisches Gemälde. Jedenfalls entwickelt sich Talent, ja, ich gehe nochmal auf das Bild zurück, entwickelt Talent halt einfach nur gewisse Voraussetzungen. Also bei mir hat es ganz stark in Vorstellungskraft und in Aufbau entwickelt. Und ich hatte es deswegen leichter, den anatomischen Aufbau von Objekten zu verstehen und zu minimalisieren als andere Kinder, die das noch nicht kannten, weil ich das instinktiv immer gemacht habe. Genauso wie meine Vorstellung, wie ein Bild auszusehen hat und so weiter und so fort, ziemlich stark fundiert war, weil ich so viel Erfahrung damit hatte, Bilder zu Papier zu bringen. Je mehr Erfahrung man damit hat, desto realistischer werden die Vorstellungen und das, was man darstellen kann. Und desto besser sind die Erfolgserlebnisse. Ja? Und so hat sich das halt bei mir talentmäßig durch Förderung meiner Familie dahin entwickelt. Aber ich habe keine bildliche Vorstellungskraft wie andere. Das ist immer so, ich habe kein Bild an meinem Kopf sehen, aber meine Vorstellung in meinem Kopf ist immer sehr stark informationsbasiert. Also ist mein künstlerischer Zweig geht halt ganz klar auf das Thema Wissen. Ja, wenn ich mir perfekt in meinem Gehirn vorstellen könnte, wie ein Mensch aussieht, könnte ich ihn auch sehr gut zeichnen, weil die Informationen da sind. Wenn ich die Informationen aber habe und erlerne, kann ich das genauso. Es gibt aber Menschen, die haben eine super starke, sehr intensive Vorstellungskraft und sind deswegen besser im Malen und Zeichnen von Anfang an, weil ihnen das natürlich hilft, weil sie mehr Informationen haben. Ihr Gehirn hat stärker bildlich Menschen und Formen abgespeichert, deswegen sind sie in der Lage, realistischer und schneller das darzustellen als Leute, die wie ich mit reinen Informationen arbeiten und manchmal auch einfach nur Gehirnbrei im Schädel haben. 90% der Zeit.
Ja, ich bin ein sehr gefühls- und informationsbasierender Mensch. Ich denke auch nicht in Worten in meinem Kopf. Ich kann auch, deswegen muss ich mal Selbstgespräche führen. Ich denke auch Informationsbasis. Da herrscht Leere. Wenn man dann, wahrscheinlich würde man irgendwie hören, wie im Hintergrund jemand was wegfegt. Das würdet ihr hören, wenn ihr meine Gedanken lesen könntet, weil was sich da abspielt, ist einfach nur eine Informationsflut und nicht, wie ich rede. Das ist... Weiß ich nicht, ob das anderen auch so geht, aber immer, wenn ich Leute frage, so, nee, ich höre meine eigene Stimme quasi in meinem Kopf. Also gedanklich, du weißt, was ich meine. Ich so, ich nicht. Oh Gott, ich bin gestört. Ich hole mir nochmal wieder einen Termin beim Therapeuten. Jedenfalls, je nachdem, wie das Gehirn arbeitet und je nachdem, was man gefördert hat, ist halt das Talent, ja? Das bedeutet, wenn ihr kleinere Geschwister habt oder selber Eltern seid, könnt ihr ganz bewusst die Voraussetzung, und jeder hat für irgendwas Talent in der Kunst, fördern. Wenn es ist, dass ein Kind gut nach Regeln arbeiten kann, gut in der Vorstellungskraft ist und so weiter und so fort, ihr könnt das fördern, dann fördert ihr das Talent. Da kann man sich mit Psychologen drüber unterhalten, gute, ausgebildete Sozialpädagogen haben ebenfalls fundamentiertes Wissen zu diesem Thema, das kann man dann fördern. Zum Beispiel fördert, wenn man jetzt eine hohe Vorstellungskraft hat und gut im Wissenskontext ist, das ist nicht nur in der Malerei dann ein riesengroßer Vorteil, sondern auch in der Musik. Etwas, was ich nie bei mir gefördert habe, ist zum Beispiel, dass ich bin zwar nicht musikalisch, aber ich kann mir Melodien in meinem Kopf vorstellen, die mir gefallen. Und da ich dann weiß, auf welchen Tasten sie sich die Noten auf der Tastatur befinden, klar, inklusive meiner Vorstellungskraft von der Melodie, kann ich das rasend schnell wiedergeben. Ich kann zwar quasi kein Instrument spielen und Noten auch nicht, aber das Schaffen von Musik fällt mir trotzdem leichter. Man konnte mir eine Geige als Kind in die Hand drücken und ich habe nur ein bisschen rumexperimentiert und habe den Händchen klein darauf gespielt und die richtigen Töne getroffen. Es klang zwar immer noch grauenvoll, weil, sind wir mal ehrlich, die Technik hat mir natürlich gefehlt. Aber andere so, oh mein Gott, dieses Kind ist so talentiert. Das war halt einfach nur mein Wissenspunkt war, aha, da sind die Buchstaben, die Töne und die Töne klingen genauso wie bei Händchen klein. Dann merke ich mir, wo sie da drauf sind und dann spiele ich das. Das war das Talent, was bei mir zum Thema Aufbau, ne? Dieses verknüpfende logische Denken ist. Jeder von euch hat das irgendwo, weil wir werden damit geboren, wir überleben wegen solchen Dingen. Ja, das ist einschlägig. Ich gehe mal gerade nochmal, wir reden schon wieder voll lange darüber, aber auf ein Thema ein, das könnte ganz interessant für einige von euch sein, weil ich das immer wieder in Kommentaren lese. ADS, ADHS, diese Aufmerksamkeitsdefizitstörung, sorgt ja dafür, dass das Gehirn mit Informationsarbeit ein bisschen, sagen wir mal, es übertreibt. Es ist halt so, du stehst einem Problem, also früher war es in der Evolutionsweise so, du stehst vor einem großen Problem, das du lösen musst und dein Gehirn tut alles, was drumherum ist, mit einbeziehen und andere fokussieren sich nur auf dieses Problem. Manchmal ist es aber leichter, Probleme zu lösen, wenn du alle Reize, die in deiner Umgebung sind, wahrnimmst. Zum Beispiel, wenn du vor einem wilden Tier wegläufst, ist es sinnvoll wahrzunehmen, dass da ein Abgrund ist, da ein Vogel zwitschert, da ein Bach plätschert. Wenn du das wahrnimmst gleichzeitig, das macht natürlich furchtbar viel Stress, das alles gleichzeitig wahrzunehmen, ist aber für dich leichter. Ich laufe aber natürlich nicht dahin, wo der Abgrund ist, sondern in die Nähe von dem Bach, weil das könnte tatsächlich eine Hemmschwelle für den Tiger sein. Bup, bup, bup. Der andere, der sich nur aufs Weglaufen konzentriert, Fokus, weglaufen, 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 scheiße, Schlucht, knack, tot. Es hat also evolutionäre Gründe, warum Menschen mit solchen, in Anführungsstrichen, Störungen, sagt man immer so schön, ja auch gut überleben konnten. Ja, also viele psychische Erkrankungen sind eigentlich Überlebensmechanismen. Die wissen nur in unserer modernen Gesellschaft nicht mehr wohin. Und das ist natürlich kacke, wenn du in einer modernen Gesellschaft in eine Schule gesetzt wirst und sollst dich auf die Tafel fokussieren, aber das macht halt überhaupt keinen Spaß. Also sagt dein Gehirn, du wirst dafür nicht belohnt. Das macht dir keinen Spaß, ich schütte keine Belohnungshormone aus, du kriegst dafür jetzt keinen Gags. Und du sitzt dann da und denkst dir, boah, der Vogel da draußen ist viel interessanter und fragst dich, was der Vogel die ganze Zeit lang macht und bist total abgelenkt und dann raschelt da hinten Papier und dann fragst du dich, was macht dein Klassenmitspieler damit oder was macht dein Mitschüler und so. Es ist eine Informationsüberarbeitungsflut. Aber ich habe festgestellt, dass gerade eben, weil Leute mit ADS, wenn ihnen etwas Spaß macht, sich krass fokussieren können und aber sonst sehr viel in ihrer Umgebung wahrnehmen, sie, was Kunst, Musik, Malerei und so weiter angeht, einen riesen Vorsprung oft haben, weil ihr Gehirn von Anfang an Dinge verarbeitet hat und Details sieht, wo ein anderer Mensch, in Anführungsstrichen normal, du findest bei jedem eine Störung, sind wir doch mal ehrlich, in Anführungsstrichen ein Mensch, der das halt nicht hat, sagen wir es mal so, dann sagt so, hä? Nee, was? Wimpern? Wie, die sind gebogen? Das ist mir nie aufgefallen. Ich sehe das so oft, Leute malen Augen so, weißt du? Voll das schöne Auge schon, sieht voll schon mal gar nicht so scheiße aus und dann macht man die da. Die sind nicht gerade, Mann!
also ich verstehe ja, das ist, kann ein, das sind schon Voraussetzungen. Also psychische Wahrnehmung ist nur eine Voraussetzung dafür, wie man sich ausdrückt. Kunst ist Ausdruck. Unsere Psyche wird ausgedrückt. Versteht ihr? Das hat, hängt beides miteinander zusammen. So. Jetzt habe ich euch voll gelabert mit sehr viel fundamentiertem Scheiß. Also ich habe Kunst weder studiert, noch habe ich mich großartig mit auseinandergesetzt. Das ist alles erfahrungswert. Das kann auch sein, großer Bumsmist, aber ich möchte behaupten, ich schon ein bisschen Ahnung habe, weil ich seit 10 Jahren vor mich hin zeichne. Nie groß gelernt, aber gut. Ich mag das Thema und ich mag auch die Philosophie darum und ich mag, wie gesagt, schwarzes Bild, der Weltraum. Schwarzes Bild, weißer Punkt. Ein Astronaut im Weltraum. Ich verstehe diese Art von Kunst. Nicht, warum das für ein paar Millionen Dollar verkauft wird. Aber gut, ich verstehe ja auch nicht, warum YouTuber, die ihre Maps in die Kamera drücken, ein paar Millionen Views kriegen. Und dieses Video hier... naja, jedenfalls... Es ist nicht schön geworden. Jedenfalls... Nur um das Ganze nochmal hier dargestellt zu haben. Das ist jetzt so ein bisschen Kunstbasiswissen. Sollte man im Kunstunterricht auch so beigebracht bekommen haben, aber ich glaube, ich muss das zensieren, sonst wird das von YouTube gesperrt. Sollte man im Kunstunterricht auch, wie soll ich sagen, ist auch sehr schön geworden. Beigebracht, aber das meistens nicht. Meistens, sind wir doch ehrlich, Kunstunterricht heutzutage. Also unser Kunstlehrer hat immer den Mädchen nur in den Ausschnitt gestarrt und hat denen mit den größten Brüsten gute Noten gegeben. Übrigens gesagt, ich hätte null Talent und sollte die Kunst sein lassen, weil ich viel zu blöd dafür wäre. Gut, der alte Pedo ist inzwischen auch pensioniert. Aber ich hoffe, dass... Ich bin abgelenkt von meinem eigenen Bild. Und vielleicht haben wir es auch ein bisschen ADS. Weiß man ja nicht. Was war das für ein Geräusch? Jedenfalls. Also, bisschen Basiswissen. Ja? Jetzt gibt es nochmal ein bisschen Speedpainting dazu. Damit ihr auch noch mehr sehen. Also ich habe gedacht, ich habe quasi erklärt in diesem Video, was ich gemacht habe, während ich gemalt habe. Das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, läuft quasi alles immer so im Kopf ab. Also es ist halt alles so dieses Nachdenken über die Schwerpunkte, über die Perspektive, über alles. Das läuft automatisch im Kopf ab, wenn man malt. Ja, das ist alles da mit drin. Und das wollte ich euch in einem Video mal präsentiert haben, quasi so den Ablauf davon. Wir sehen uns wieder in weiteren Tutorials, die... einige Recherchearbeiten erfordern werden. Das wird mir sehr viel Spaß machen. Licht und Schatten ist zum Beispiel so eine Sache. Physik, ne? Mit der wir uns noch auseinandersetzen müssen. Und ansonsten, ja, dann jetzt viel Spaß beim Speedpaint und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Christenpixel. Bis dahin. Tschüssing. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da und teilt das Video um Himmels Willen und gebt ihm Daumen hoch und schaut, dass ihr den anderen Menschen mitteilt, die sich immer fragen, Kunst verstehe ich nicht. Das ist so leicht. Das ist so leicht. Argel. Genau, Argel.